Nicht erreicht gerade. Hallo meine Freunde, willkommen zurück in Night of the Dead mit Daki. Hallöle. Also wir sind kurz vor der ersten Welle, wir wissen gar nicht, was auf uns kommt. In Servereinstellungen ist irgendwas gestanden von 200 für die Welle, aber ich denke mal, das ist Maximum. Hoffe ich halt. Und ja. Ja. Ja, ansonsten hätten wir jetzt voll verkackt. Wenn 200 ja. kommen, dann haben wir verkackt. Aber das glaube ich nicht. In der ersten Welle kommen meistens immer höchstens 5, 6 Stück. Oh, warte mal. Kann ich dich anvisieren? Mal eine Tape. Warum nicht? Bist du doof? Haben wir noch irgendwas, die wir zum Hinbauen? Ja, wir könnten ja noch was bauen. Okay. Wie kann man die denn jetzt noch befehligen? Ey? Tada! Was? Ah, da. Okay. Soll mal hier herkommen, die blöde Kuh. Was? Ich glaub, das Ding, was ich da habe, ist gleich ein bisschen strange. Also mit den Figürchen, ich weiß nicht, ist vielleicht eine schöne Idee, aber... Wenn sie wenigstens nicht das Spawn blockieren würden, ja? Die steht die ganze Zeit in der Gegend rum. Geh weg da, du blödes Drum. Ja, genau. Und deswegen lasse ich die jetzt hier stehen. Stopp. So. Du bleibst da. Darfst auf die Base aufpassen. Und wehe, wenn du das nicht machst, dann bist du weg. Oh, cool. Was war das? Aber warum sieht man nicht mehr, dass man die nachladen muss eigentlich? Die haut mich da runter, die blöde Kuh. Wenn du auf die Wand, drauf kletterst, klettert sie dir nach und springt aber von unten in dich rein, anstatt dass neben dir raufklettert. Ja, das ist noch nicht, wirklich ausbalanciert. Aber die Rolle hier, die ist mal geil. Die ist echt gut, die baue ich gerne. Aber die braucht eine Wand, dass die schön da reingequetscht werden. Der Kelvin, ja. Der Kelvin ist wieder da. Ich hätte die Leila auch Kelvin. Ja. Hätte ich auch Kelvin taufen können. Ja, aber der Kelvin hätte wahrscheinlich jetzt unten die Foundations angefangen zum Weghacken, dass man alles, zusammenbricht. Sicherheitshalber. Hol einen Holzstamm. Warte, ich hole ihn von der Foundation. Ja, genau. Wave. Der hätte das jetzt abgerissen. Was fängt's an? Oh ja. Hat begonnen. Warte. Ich kann rauschen. Regnet's? Nö. Nee. So, auf, wir stehen hier, die rennen da rum hin und zerlegen die Base, ne? Das wär's jetzt, ja. Map? Auf der Map sehe ich auch nichts. Ja, kommt drauf an, von wo die spawnen. Was ist das denn da für ein Buch? Das ist die Quest, Hauptgeschichte 2. Die machen wir gleich, sobald wir das überlebt haben. Ja, mal gucken, von wo sie kommen. Wenn etwas kommt, ja. Ja, die kommen schon, aber ist immer nur die Frage, wo sie kommen. Da kommen schon. Ja, genau. Jetzt siehst du die Fallen, wie sie laufen. Also Ich gehe mal hier von dem runden Ding hier weg, weil das geht gleich los, ja. Ich denke dran, du kriegst Schaden, ne? Von den Fallen? Ja. Bei Friendly Fire ist deaktiviert. Ja, aber die Fallen machen trotzdem Schaden. Ja, ich will nur noch zuschauen ein bisschen. Die Leila ist auch gerade da vorne. Die Leila hat einen Pfeil im Kopf. Aber von wem? Zombies schießen ja nicht mit Pfeile, oder?
Ja, geil. Jetzt kommen die nächsten. Siehst du, die finden den Weg. Kommen von Aber hinter wenn uns, wir und hier. da kommen aber ordentlich viele. Oh, da kommen noch ein paar, okay. Und ein paar rennen zu unserer Base rauf, gell? Was? Sind bei unserer Base oben. Oh, ich sehe das gerade, ja. Ich gehe mal rauf zu denen, ja. Ja. Deine Tussi ist auch brauchbar. Vielleicht gehen sie deswegen dahin, weil deine Tussi da steht. Das Wenn die kann gut sein, greifen. dass. Au! Also selber braucht man die nicht wirklich angreifen. Die greifen da alles an. Die greifen die ganzen Foundations an. Die ganzen Ja, Foundations greifen es an, ja. warte mal, dann hole ich die Daisy mal dahin, weil ich habe die auf Stopp gemacht. Musst du mal weg? Ja. Autsch, autsch. Ja, die hauen ordentlich rein, gell? Ja. Da schießt Ey, doch irgendwer. ich hab doch Pfeile gebaut, der. Scheiße, ich hab die bestimmt eingelagert, ey, ich dämme. Weißt du, was ich glaube? Was denn? Wir sind zu nahe dran an unserer eigenen Base. Wir hätten weiter weg müssen. Weil jetzt, wenn ich die, jetzt zieh ich die alle, die rennen mal alle nach wie so eine Traube. Jetzt zieh ich Ja, die mal komm mal alle, hier ja hin. genau, jetzt zieh ich die alle mal da runter. Und der Nee, Sudan gibt die rennen Feuer da oben, schon die dabei. drehen da oben immer ab. Jetzt mal deine Tussi da oben wegholen. Ja, einen Moment. Ich muss mal Ja, die gucken, wie greifen das. die Tussi auch an der Meine und gehen jetzt meiner nach. Die stirbt eh bald, aber. Ja, Ja, jetzt ist okay. meine platt, ja. Jetzt Ja. hole ich die ganzen Typen hier und gehe da rein. Also meine ist jetzt bei mir. Gut, das kenne ich nicht mit den NPCs, die ja Ich da weiß auch nicht, chasen, ob ne? das. Auch, ich weiß auch nicht mal, ob das der Grund war. Keine Ahnung. Ich glaube schon, weil die da oben stand, ne? Weil guck mal, jetzt laufen sie dir alle vernünftig nach. Mein NPC fängt jetzt das Kämpfen an. Ja, passt, sind alle platt, ja? Ja. Mann, die meisten, da kommen noch, die schlagen jetzt die kleinen Barrikaden da unten, aber die tun ja kein weh. Ja. Ja, geschafft. Ja. Der letzte jetzt tot ist Ja, aber schau, da und. kommen noch welche Grenzen früh überall. Ja, Also okay. entweder sind es wirklich 200 oder. Dann ist das echt neu, weil die erste Welle war nie mehr wie 5, 6 und da war die vorbei. Naja, es kann sein, dass sie immer 200 sind, aber ganz schwach. Die sterben ja alle schon in der ersten Falle eigentlich, ne? Ja, klar. Die werden ja von Mal zu Mal stärker, Genau, ne? aber dass es einfach viele sind. Urviele Dinger liegen da, warum? Einer läuft nach oben. Zwei. Ja, da gibt es aber jetzt ein. Bei der Falle kann man jetzt drücken R für erneut laden. Ja, genau. Dann musst du die neu laden. Und wie lootet man das? Ich krieg da irgendwie kann. Mit So. F. Ja, ich hab das nicht rausgekriegt jetzt mit F so. AT, alles nehmen, nimmt all. Okay, ja. Da kommen nochmal so viele, gell? Aber kommen echt viele. Und die gehen auch auf die Base. Okay, vielleicht ist das ja von der Base doch zu nah, weil die gehen alle auf die Base drauf. Hey. Ja, das Problem ist, die rennen ja an der Base vorbei, ne? Die rennen ja von weit weg Ja. zu uns her. Ich gehe mal einsammeln drauf, ja? Ja. Ja, jetzt lassen sie aber ab. Jetzt haben sie alle Ablass von der Base und sind bis auf ein, zwei und sind nach hinten gerannt.
Also jetzt kommen sie auch Richtung Falle wieder. Ich hab drauf gemacht. Bin, ne? Ja. Kommen noch welche von da hinten, ne? Okay, das wird schon echt heftig. Oh ja, gibt guten Loot. Ja. Greifen wir auch hinter uns die Foundation an, schau. Ja. Ja, das ist blöd, weil der hat ja vorne einen Weg rauf. Warum greift er die Foundation an? Vielleicht weil wir zu nah sind, ich weiß es nicht. Normalerweise kannst du ja hinter den Fallen stehen. Ja, mein Problem ist, ich weiß nicht, ich kenne das Spiel so nicht, ja. Weil in der Front rennen sie alle zu dem einen Ziel und ich kann irgendwo frei rumrennen. Ich weiß ja nicht, was ich machen muss, dass... Ja, hier triggern wir die halt, ne? Du ja, aber dann vorne. Darf ich mich ja gar nicht am Kampf beteiligen, weil sonst muss, weil sobald ich da runtergehe und kämpfe, laufen sie ja nicht mehr rauf, weil sie ja eh nur zu mir wollen, ne? Genau. Ist ja aber auch blöd, oder? Ich muss eigentlich hier stehen, ich darf nicht mitkämpfen. Da oben zerstören sie unsere Base schon wieder. Ja, am Anfang muss man halt ein bisschen rausfinden, wie die Wege sind und wie die getriggert werden halt. Ne? Vielleicht haben wir den einen Steg da zu weit schon gemacht. Weil normalerweise wird da ist Foundation am Arsch. Okay, komm mal da rauf kurz. Krieg die nichts weg da. Oh ja, jetzt. Die, nee, krieg die nicht alle weg. Die kommen. Renn mal da, schau mal, ob da einer oben bleibt. Ich geh mal mit dir runter. Nicht alle weggekriegt, ja. Ein paar kommen. Viele kommen jetzt, haben wir viele. Alter, okay. So kenne ich das gar nicht. Na, vor allem sind auch die Kisten da zusammengestürzt. Wir müssen da die Base dann anders bauen. Ja. Okay, man lernt ja dazu. Ja, ja, sicher, das ist ja der Sinn von dem Ganzen. Ich frage genau. Mich nur gerade, wie soll man die Base einfach höher bauen, damit sie drunter durchlaufen, weil ich glaube, die greifen die an, weil sie zu uns wollen, auf dem Weg zu uns kommen sie dran vorbei und dann greifen sie es an, weil die Base im Weg steht. Entweder ja. sind wir zu knapp an der Base dran mit unserer Fallen oder... Das kann gut sein, weil der eine läuft auch schon wieder hier hoch. Ich glaube, die wollen zu uns, aber die Base ist zu knapp einfach. Ja, ich denke auch, die müssen wir auch weiter wegholen. Ja, aber wir waren hinter dem Fallen, Susanne. Die haben dabei unsere Base angegriffen. Das war unser Problem. Ich bin gefallen. Na, warte kurz, ich hol dich gleich. Wir waren die ganze Zeit da oben, wo sie nicht hin können und die haben die Hälfte ist zu uns gelaufen und die anderen haben angefangen unsere Base umzuzerlegen und deswegen sind ja. wir raufgegangen. Sonst wären wir eh unten geblieben. Wie du schon sagtest, vielleicht war das noch zu nah dran. Ja, wir sind da zu knapp dran gewesen, ja. Ja. Dass die KI quasi den Weg nicht findet und denkt, oh ja, Base, mach mal das kaputt, ne? Jetzt kommen uns wieder alle darauf. Ducky, ich komme! Ja. Hoffentlich. 3 Sekunden noch. Ich kann aber nichts machen mit dir. Nö. Okay. Nicht mehr. Du bist eh gern 2 Meter neben mir in der Base. So, so ist es ja nicht. Ich hab ja hier meinen Schlafsack, aber muss man ja mal alles ausprobieren, ne?
take your physical abilities up a notch. Okay, das lehrt uns auf jeden Fall das Ganze ein bisschen weiter wegzubauen. Die Fallen sind aber cool. Ja, die wären noch viel besser. Was bringt denn das erneut aufladen? Obwohl ich die nämlich nicht alle aufgeladen habe, die bewegen tun sie sich ja trotzdem. Also jetzt, also oder werden die irgendwann leer? Ja, wenn die auf Null sind, dann drehen sie nicht mehr. Wo, dann laufen die durch. Was heißt Null? Also, sehe ich da wohl eine Zahl? Oder hast du es nur so gemeint, redewendungsmäßig? Nee, früher war das so, da hast du das gesehen, wie viele Aufladungen die haben. Und mit R konntest du die auffüllen. Das, du musstest beim Valve immer wieder mal reingucken, reinlinsen, wie viele Aufladungen die haben. Da musstest du nachlegen. So wie das jetzt ist, habe ich jetzt nicht gesehen. Ich habe einfach nur R gedrückt, um S da reinzulegen, dass die weiter dreht. Ne? Ob die jetzt dann tatsächlich dann auf Null gar nicht mehr drehen, das weiß ich jetzt gar nicht. Puh, na gut, dann haben wir jetzt ja was vor uns. So, auf jeden Fall haben wir den ersten Wave ja mehr oder weniger überlebt. Ja. Wir haben überlebt, das kann man schon so sagen. Ja, aber wir jetzt müssen wir mal. Ja, gut, das waren aber genau die letzten paar, ja. Also wir müssen jetzt nur mal schauen, was alles kaputt ist und reparieren. Genau. Wir wissen auch, dass die Foundations relativ gut aushalten. Also die waren ja nicht gleich hin. Die haben ja lange auf denen rumklopft, immer wieder. Also so. Hast du die Kiste jetzt weggemacht? Oh, Scheiße, ich habe eine Foundation weggemacht. Hast du die Kisten da auch weggemacht? Nee, die habe ich nicht weggemacht. Wo sind denn die alle? Da waren ja drei Kisten, die schräg gelegen sind hier. Ich habe da jetzt nichts weggemacht. Warum sind es die spawned? Waren da Kisten? Nee, oder war das nur, ist das nur ein Doch, Symbol? Wie ich hier hochgeklettert war, lagen so drei schräge Kisten. Genau, da. Die sind weg. Die habe ich aber jetzt aber nicht gemacht. Ich habe nur mit T-Durchgang reparieren. Aber waren, damit meine ich, waren da welche? Hat der Void oder du da welche hinbaut? Weil die anderen drei Kisten sind ja am anderen Ecke drüben. Vielleicht ist das nur, war das nur so ein Loot-Container, weil die Foundation zerplatzt ist. Das kann natürlich auch sein. Weiß ich aber nicht. Ist eine reine Vermutung. Ich weiß es auch nicht. Also ich habe nur gesehen, wie ich jetzt hier hingekommen sind, dass hier genau, die drei Kisten. So Dinger waren. Genau. Leila, kannst du da mal bitte weggehen? Die macht mich wahnsinnig, die Olde. Ja. Nee, die macht mich wirklich wahnsinnig. Also die NPCs finde ich jetzt nicht, die laufen dir hinterher und stehen im Weg. Also, ich weiß nicht, noch nicht beim Singleplayer, glaube ich, würde ich die großartig nutzen. So, sie ist weg. Ja, ich schicke meine auch weg, hä? Ich hab's jetzt einfach weggeschickt. Das ist ja, also die ist ja nur im Weg. Also da muss ich aber ehrlich sagen, wenn das Spiel da ist eh schon, wenn es jetzt neu wäre, würde ich sagen, in kürzester Zeit ändern sie das, weil sich die Community beschwert drüber. Also wenn die NPCs jetzt neu in der 1.0 oder so kommen sind, ich weiß ja nicht, was vorher war, dann kann es da sicher sein, dass das bald so geändert wird, dass die NPCs zumindest beim Bauen nicht mehr im Weg zählen. Weil du kannst ja nichts bauen, weil das du kannst nicht ewig weit weg bauen, du musst ja vor dir bauen, weil zu weit weg geht ja nicht, du musst vor dir bauen, aber vor dir und trotzdem rennt in der Zeit die ganze Zeit der NPC vor dir rum. Ja, das ist das nee, Problem. Das kann gar nichts, das lassen wir mal. Okay, weiter im Text. Überleben Tag 1 haben wir geschafft. Forschungseinrichtung wäre das nächste. Tun wir mal kurz Resümee finden. Was bleibt uns jetzt über? Da unten die Base ist ein bisschen zu knapp. Die müssten wir wegreißen. Ja, die müssen wir ein bisschen weiter wegbauen, auf jeden Fall. Oder wir bauen unsere Base, wo wir jetzt hier drin stehen, mit Wänden ein und machen rundherum ein Schneckenhaus und schicken es einfach da rundherum. Dann rennen sie halt in unsere Base rein. Das Problem ist, wenn sie bis reinkommen, stehen sie hier. Das würde ich eher nicht machen, oder? Hallo? Bist du wieder da? Irgendwas hat es gerade raus reingehaut da oben. Wieder so ein Discord hat sich gerade kurz wohl bei dir verabschiedet.
Aber ohne Klicken nichts. Ich habe nur da gesessen, ich halte nicht mal die Maus. Das ist rausgegangen, reingegangen, passt, ne? Ja. Komischerweise. Ja, ist okay, soll so sein. Ja, was machen wir denn jetzt? Ziehen wir jetzt die Base weg oder bauen wir unsere Base in die Defense Base ein, dass wir nur eine Base haben? Und ja, aber dann würden sie am Schluss hier früher oder später in unserer Base hier stehen, ne? Also, wenn wir das gut geschickt anstellen, würde ich die Base auf unten ist ein schöner gerader Platz mit dazu bauen. Aber wie so ein Labyrinth, wie so ein L, weißt du, wie so eine Schnecke bauen, dass die da überall reinlaufen müssen. Ja, ey, wie eine Schnecke, aber das Problem ist, dass wir dann auch da immer durch müssen, bis wenn wir in unsere Base haben wollen, ne? Ja gut, wir können ja einen Hintereingang für uns machen. Greifen Sie den dann an? Ich bin mir nicht sicher mehr jetzt hier. Weil eigentlich könnten wir das so, wie wir das jetzt hier haben, hier, wo bist denn du? Da liegst du. So wie wir jetzt hier Ducky Bubu machen. Ducky macht Bubu, ja. Und nein, wir könnten hier, so wie wir jetzt stehen, hier das lassen und einen Stock drüber bauen. Dann sind wir im Erdgeschoss hier mit dem Crafting und die Schnecke außen rundum lassen wir in den ersten Stock rennen. Damit da herunten wir nur mit einer Tür rein können, die machen wir zu und wenn die Wellen kommen, gehen wir in den ersten Stock rauf, dann müssten sie den Erdgeschoss ja eigentlich in Ruhe lassen, weil sie ja nach oben wollen, wo wir sind. Ja. Wenn ein Weg da ist. Nur weiß ich nicht, ob die Theorie stimmt. Und um das zu testen, müsste man alles neu bauen. Und wenn es für den Arsch war, dann haben wir es umsonst neu gebaut, was ziemlich viel Aufwand ist. Ja? Jetzt ja, weiß ich nicht, ob man nicht zuerst vielleicht das Ding einfach weiter wegbauen. Also die zweite Welle wird ja genauso sein wie die erste ungefähr. Vielleicht ein paar mehr. Das hat mich eh gewundert, dass so viele kamen. Im EA war das nicht so. Und da konntest du, wie wir jetzt gebaut haben, also hier eine Base, da unten die Falle, und man hat da gestanden, dann sind die auch da hingelaufen. So, anscheinend haben aber die Programmierer das im 1.0 naja. komplett geändert. Das kenne ich auch. Ich kenne ja auch nicht die Begleitpersonen, die dabei waren, das alles. Die für den Arsch sind. Ja, total für den Popo, weil ich habe meine hier abgestellt. Und das war vielleicht auch nicht optimal, aber das... Das war wahrscheinlich der Trigger dann für die, die haben dann hier oben angegriffen. Naja, war jetzt kein Vorwurf, gell? Das weiß ja keiner von uns. Ne? Ja. So müssen wir ja testen. Ne? So, wie ich die weggeholt haben. Sind die aber trotzdem hier oben haben weitergemacht, dass genau. Die ja immer wieder hochlaufen mussten, um die zu triggern. Na ganz einfach, schau. Wie wir da unten waren, hier, warte mal. So, das ist einmal das eine Problem, was ich habe. Wie wir hier waren, die sind von überall kommen, von da hinten, von da, von alle Seiten, ja? Ja, und die und alle, normalerweise, normalerweise, wo du jetzt stehst, würden die normalerweise da vorne in die Falle reinlaufen, was ja auch, sage ich mal, semi 60% funktioniert hat. Ja. Aber der Rest von den anderen 40% waren dann da oben in der Base, haben rumgekloppt oder haben die NPCs, die wir dabei hatten, drauf eingeschlagen. Aber die ja gut, sind aber nicht, es waren, das wollte ich ja sagen, es waren bei uns hier reingelaufen. Es waren normalerweise keine, werden die alle hier reinlaufen. Ja, ja, aber ich wollte gerade sagen, es waren keine von den anderen Seiten in unserer Base. Es sind nur die bei unserer Base stehen geblieben, die von der Seite gelaufen kommen sind. Man hat ja gesehen, die spawnen außerhalb der Sichtweite, so drüber ein Hügel, ein bisschen weiter weg, dass sich so blöd ausschaut, und laufen direkt zu uns her. Und alle, was von der Richtung Base da kommen sind, sind bei der Base stehen geblieben und haben ein bisschen drauf gehabt. Einerseits wegen einem NPC und manchmal auch nur auf die Crafting Stations. Das heißt aber, wenn wir weit genug weg diese Base hinbauen, müssten sie die normale Base eigentlich in Ruhe lassen. Wenn wir die Fallen viel weiter weg bauen, ne? Normal schon. Oder also wir bauen beides in einen, wie wir gesagt haben, und scheißen einfach drauf und bauen die Base da unten hin und rund um ein Labyrinth. Dann, wenn sie durchkommen, stehen sie in der Base. Okay, aber ja. Oder wir machen es mit dem ersten Stock. Base unten, im ersten Stock und lassen die schneckenförmig nach oben rennen in den ersten Stock. Dann ist Endstation für die im ersten Stock, wo wir stehen. Und drunter, das sollten sie eigentlich in Ruhe lassen, die Crafting Stations, wenn da nicht wir rumrennen, oder? Ja, wir müssen nur dran denken, dass
wenn wir die, sage ich mal, unsere Crafting-Sachen, sage ich jetzt mal hier unten hinbauen, da die Fallen im Labyrinth nach oben blablabla bauen, dass die uns nicht trotzdem die Base hier unten kaputt machen, weil wir da drin stecken. Aber wir stehen Ja, ja darüber und haben einen offenen Laufweg bis nach oben, ne? Müssten ja aber den eigentlich Lauf, ja, rauflaufen, ne? den Laufweg müssen wir auch immer weiter höher Ja. machen, weil es kommen hinterher richtig starke Gegner, wie den hast du ja schon kennengelernt, der Der mit dem Dicke. Baumstamm schmeißt. Dann kommen die Giftspeier, obwohl mich das gewundert hat, dass der jetzt hier eben schon dabei war. Der Grüne, der da kam, der spuckt nämlich Gift. Das macht Aua. Dann kommen irgendwann richtig große Dinger, wo du echt eine gute Verteidigung nachher brauchst. Das ist aber ungefähr so bei dem circa 15. Welle war das immer ungefähr. Und dann, da musst du schon echt was gebaut haben, ne? Für uns heißt es jetzt eigentlich hier, ich bin jetzt auch Neuling, weil es hat sich so einiges geändert, seitdem ich das das letzte Mal gespielt habe und ja. Na, pass auf, dann werden wir das jetzt einfach mal. Wir fangen jetzt einfach mal an. Kannst du mir einen Gefallen tun oder kann ich dir sagen, was ich mal vorhab? Ja, natürlich. Bau mal rund um die Fläche, wie sie jetzt ist, Wände. Ja, Und hier wenn, machen wir eine ja. Türe her, Ja. Eingang. Und dann im ersten Stock darüber. Und da bauen wir das, unser Dach eigentlich, der erste Stock, ist unser Kampfareal. Probieren wir das einmal. Und Ja. rundherum bauen wir eine Schnecke oder zwei, eine runde Schnecke oder zwei und eine Stiege, damit sie rauf können. Und dann probieren wir mal, unten machen wir praktisch einen Bunker, dass er zu ist. Und sobald die Ja. Wellen beginnen, gehen wir rauf. Dann haben die keinen Grund, da unten reinzugehen und müssten eigentlich nur über die Treppen zu uns rauflaufen. Und da können wir das können wir unendlich erweitern, weil wenn wir zu wenig Fallen haben, reißen wir die Treppe ab und bauen einfach noch eine Windung dazu, machen noch eine Treppe hin. Das heißt, wir können das erweitern bis zum geht nicht mehr, so eine Schnecke, die immer größer wird nach außen oder Stockwerke nach oben bauen. Aber dass im Ja. Erdgeschoss hier wir mit unserem Crafting-Zeug bleiben, ich weiß nicht, ob der Platz groß genug ist. Keine Ahnung, wie viel da noch kommt. Aber ich würde es einmal so Oh. probieren, weil wenn wir dann noch viel mehr jetzt bauen und dann ist was für ein Arsch und es geht nicht, haben wir urviel verschissen, ja. Ich würde das jetzt mal so bauen für die nächste Welle, dass wir einen Bunker rund um eine Schnecke, die Susanne hat auch gemeint, Fallen rund um die Base klingt gut. Ich würde das jetzt mal einfach so probieren, bevor wir da viel, weil wir können es ja eh alle nicht wissen. Wir können es eh nur probieren. Wir wissen es ja nicht, ne? Ja, eben. Dann machen wir Genau. das einmal, oder? Wir können Dementieren wir uns sich jetzt mal ein nur und aus einfach nur ausprobieren halt, genau. ne? Dann Die zementieren wir sich ein und fertig. drei, vier Wellen werden wir sowieso hier mit dem Bauen beschäftigt sein, bis wir dann mal in die Stadt gehen, für weiteres Material oder so zu finden. Das dauert noch ein bisschen. Wir Ja, ich müssen sag nur so. erstmal das Grundprinzip erstmal verstehen und die Grunddingen machen, dass wir eine sichere Base haben, wo wir uns zurückziehen können. Ne? Genau. Und das meine ich. Schau, jetzt haben wir in der Tür, jetzt mauert man uns hier ein. Genau. Und dann bauen wir im ersten Stock drüber rund um eine Schnecke und im ersten Stock die Fallen. Weil jetzt Also einmal, das müsste eigentlich, glaube ich, gehen. ich würde auch hier ein bisschen größer direkt bauen, weil ich weiß, da kommt ja noch mal ein bisschen was. Das ist ja gerade, was ich meine, aber ich weiß nicht, wie viel noch kommt. Weil wenn ich jetzt in die Produktion reinschaue, gibt es insgesamt 8 Crafting Stations und wir hätten ja schon 3, 4 da stehen. Ich weiß nicht, wie viel wir Ja, brauchen. Keine Ahnung, wie viel man danach kommt, ne? so, das haben wir ja schon, haben wir ein bisschen auf, der Forschungstisch haben wir. Also ich würde das hier vielleicht ein, zwei Foundation breiter machen, dass wir noch ein bisschen mehr Platz haben. Und dann die Mauer machen und dann das Labyrinth darum herum bauen und dann nach oben halt, ne? Ich, wie Also, gesagt, du kennst dich ja. mehr aus als ich. Wenn du sagst, Nein, zu nein, dünn. nein, nein. Na, na, vom Gern. Bauen her, von den Crafting Station kennst du dich mehr aus. So, schau her. Die Tür hier, ich bin ja ein Fan von Symmetrie. Die Tür hier ist nicht in der Mitte. Wir haben hier rüber zwei Foundations in die andere Richtung nur eins. Dann machen wir mal da noch Ja, eine das Reihe ist dran. halt.
Asymmetrisch, ne? Das ist nicht asymmetrisch, ne? Die Tür passt nicht, ne? Du hast da Das. zwei Foundation, hier nur eine und hier die Genau, Tür. und deswegen habe ich ja gemeint, Und das triggert jeden irgendwo, weil das nicht in der Mitte du ist. willst ja breiter bauen, hast du gerade gemeint? Ja, Dann ja, passt das. ja. Dann machen wir da noch eine Foundation ran. So, schau, so. Dann sind wir breiter, haben mehr Platz und wir sind symmetrisch, weil das mag ich nämlich auch nicht. Genau, weil das triggert nämlich fast jeden, wenn es nicht symmetrisch ist. Das kommt immer darauf an. Manche Leute mögen das, ja. Ich bin da nicht der Fan davon. Also, Da geht's ich eh bin nicht mehr. einer, also ich bin einer, mir ist das scheißegal, ob es die Hütte steht. Ja, hier geht es aber eh nichts mehr. Ich sehe gerade, schau, hier kann ich nichts mehr hinbauen. Da schon. Aber da sind wir zu weit im Boden drin. Mehr geht da nicht mehr. Ja. Ja, Ja, gut, müssen wir mal halt wir gucken, könnten was nach jetzt noch kommt. vorne Zur auch. Not kann, man ja auch eine Etage nach oben bauen und sagen, okay, Forschungstisch so oft brauchst du jetzt auch nicht, wenn du irgendwann mal alles hast. Da brauchst du den Forschungstisch jetzt nicht so unbedingt da, ne? Hat sich schon erledigt. Schau, ich habe nach vorne ausgebaut. Reißen das wieder ab. Vorne ist gegangen, nämlich, und dann passt das. Ja. Alles okay so. Dann gehen wir nach vorne, weil hier ist ein, geht es ja ein bisschen runter. Ein paar Tische brauchen wir noch und sonst wird der Raum einfach zu klein. Ja? Kann man Kisten über Kisten stapeln? Weißt du das zufällig? Nein. Okay. Kannst nicht. Aber die kannst du upgraden halt, ne? Okay. Zu Metallkisten irgendwann. Genau. So, wenn wir jetzt eh schon alles abgerissen haben, dann können wir jetzt ja nicht mal, weil ich habe das jetzt die Tür dahin gemacht, weil es da war. Willst du die Tür irgendwo anders versetzen? Machen wir es woanders hin? Mittig am Rand oder jetzt hätten wir. Also, mir ist es Latte Macchiato. Setze einfach die Türen, von da aus bauen wir rumherum. Ja, ich habe mir nur gedacht, ob du sagst, ja, mach die Tür in der Ecke oder willst du es mittig so? Mir ist es egal, wenn ich sage, ja, bau die Tür hier hin, dann ist es nicht mehr symmetrisch und dann Ah, kotzt nee, das ist. Das, ich würde damit leben, ich würde es halt nur nicht so bauen, normal. wieder. Ja, weil bei mir ist es eigentlich immer meistens recht wurscht. Ich bin immer am Anfang froh, wenn ich das Grundding baue. Und danach mache ich eigentlich immer, dann tue ich es nochmal umbauen, ändern. Was im Survival-Spiel halt einfach normal ist, ne? Ja. Tue es halt immer wieder umbauen mal. Ne? Dann tue ich wieder Änderungen machen. Und Wir dann tue müssen ich aber hier. dann jetzt irgendwann Und dann mal tue ich. Essen holen, oder? Ja. Und das ist hier genauso. Aber ich find's eigentlich gerade recht cool. Ja, das Spiel ist schon Wir echt haben geil. 8 Das ist, Zuseher, macht schon dafür gibt es Spaß. einen Klatscher auf den Pfirsich. Pfirsich-Klatscher. Naja, die 40 sieht eher wie ein Popo aus, aber Nein, das ist okay. ein Pfirsich. Wir sind da ja nicht so. Efficiency drops when working in the dark. Erstmal ordentlich hier abbauen und ja. So, die Treppe gehört da vorne wieder hin. Aber was ich nicht verstehe, woher konntest du dieses grau geriffelte von deinem Leben, wenn du geschlafen hast, wieder aufholen, aber irgendwie macht er das nicht mehr, wenn man Da sich macht irgendwie schlafen gar legt. nichts beim Schlafen, kommt man gefühlt vor. Ja. Der liegt nur da. Und genau. Und das war vorher, meine ich, anders gewesen. Ich kann mich natürlich auch jetzt irren, Aber aber ich meine, das wäre so gewesen. ich muss ehrlich sagen, also was wir da Holz brauchen, ja, ist ja Wahnsinn, was wir da an Holz. Ja, Das ist ja. definitiv. Du brauchst. Ich brauche für ein, ich will, ich habe mir gedacht, machen rund um die Base diese Stacheldraht, ja. Was wir da
Äste brauchen, dieses Asselwerkel da. Das ist ja arg, so viel kriegen wir ja in 1000 Jahren da nicht irgendwie zusammen. Das ist ja, da brauche ich für jedes einzelne kleine von diesen Zackendinger brauche ich einen Ast. Ich habe ihn nur schon mal 3, brauche für eine Foundation 3. Jetzt haben wir 3, 6. Zombie hinter dir. Was? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, keine Ahnung, dann die restliche Runde. Du brauchst sicher 50, 60 solche Holz und bei einem Baum kriegst du einen Ast oder so. Ja. Da wirst du ja deppert. Ja, das ist schon. Wir brauchen auf jeden Fall mal eine Küche. Die hat das oder es gibt bessere Werkzeuge dann irgendwann, dass man die mehr abbauen. Da gibt es nämlich Forstarbeiter. Was bringt denn das, wenn ich das erforsche? Zusätzlicher Schaden an Bäumen, okay. Vielleicht sollten wir aber mal weiter skillen. Warte mal. Angriffstempo mit Vollsverlags plus. Dann brauche ich was von einem Biber. Das geht nicht, ich habe das nicht. Ich habe, was immer der Biber will, ich habe ihn, ich habe es jedenfalls nicht. Zusätzlicher Schaden an Steinen. Bergbauexperte. Angriffstempo. Partierfallen bauen hier. Und mal was zu essen kriegen. Es, ja. Es gibt Tierfalt. Ja. Ah, ja, okay. Die, Küche habe ich jetzt gerade gebaut. Okay. Für kochen können. Aber es gab auch mal. Ah, doch, hier ist sie doch. Kleintierfalle. Für Kanäkel. Oh, brauch scheiße, ich habe mein Forschungsmaterial, ich habe das ganze Forschungsmaterial rausgehaut. Egal. Stein. Ja, ist ja wurscht. Na, mit, wenn ich noch 10 über hätte, hätte ich skillen können, plus 12 Inventarsplätze, das wäre natürlich auch cool gewesen. Ah, okay. Aber das ist wurscht. Ich, also ich habe das Problem nicht gehabt noch, dass ich voll war. Aber Stein. Ich hätte allgemein gerne, man kann ja überhaupt nichts Scheiß herstellen. Gibt es ja nicht irgendwo Waffen, wenn man, wir rennen damit ein Rohr rum? Gibt es nicht irgendwas Besseres als das Rohr? Ja, dafür müssen wir in die Stadt. Naja, ich habe ja nicht mal ein Rezept dafür, dass ich sage jetzt, hey, ich habe ein Rezept, ich kann es nur nicht bauen, ich kann ja gar nichts. Das musst du forschen. Achso. Na warte, ich reiß mal kurz das eine Ding da ab. Das war die Werkbank jetzt. So, die stelle ich jetzt wieder hierher. Weil wir sind ja im Endeffekt gerade beim Umbauen. Ich brauche noch mehr Platz. Das war dieses Verarbeitungsding, glaube ich. Ja, Materialverarbeitung. Das war der. Du kapierst das nicht. Der will einen Stein haben. Aber wir haben nur kleine Steine. Ah, das ist doch so wie eben was gewesen, ey. Sonst hätten wir nämlich eine Kleintierfalle bauen können. Weil dann kriegen wir zumindest mal ein bisschen Kaninchenfleisch oder sowas. Mhm. Und mit der Bärenfalle oder größere Falle kannst dann später auch die Wölfe und die Bären dann holen für Fleisch. Achso, wir haben schon so ein Lagerfeuer-Ding da. Ja? Beim Fehler. Ja, habe ich ja gerade gebaut. Ja, sorry, habe ich nicht gesehen. Ich wollte gerade dann spawnen. Ja, so, der Ausrüstungstisch, der fehlt die ganze Zeit schon. Den stelle ich jetzt irgendwo hin. Stelle ich jetzt hierher. Ja. Ja, den brauchen wir auf jeden Fall für später bessere. Wie gesagt, Ausrüstung zu craften. Das erste Teil, was man herstellt eigentlich im Spiel, dann wieder abreißen, nachher stellt es kein Mensch mehr her. Genau. Stein. Knochenhelm. Ja, sowas mag ich, ja. Wenn eine Ausrüstung dir Stats gibt, ja, 14 Schutz, 3% Schaden, minus Bewegungsfähigkeit, gib mir Stats, dann weiß ich, was ich mache. Das ist immer gut, sowas. Ja. Neu schmieden. Was will ich denn neu schmieden? Alte Klamotten kann ich ja schmieden. Das ist eine Lebensmitteltasche. Materialtasche. Was habe ich denn überhaupt an?
Alte Klamotten, alte Handschuhe, alte Schuhe. Also sehe der Scheiße, die Scheiße habe ich hier, okay. Na, das tut ja keinen weh. So, das will ich futtern. Das nochmal. Futtern. Ja, ein Apfel auch. Ich meine, wir haben jetzt eh Langzeit, gell? Ja, jetzt haben wir. Das hat lang gedauert bis zur ersten Welle und ich glaube ehrlich gesagt fast, dass das noch immer dauern wird. Ein bisschen gekochtes Ei. Ich koche mal fünf Eier, gell? Ja, mach du das mal. Aber mit dem Pilz kann ich nichts machen. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Das ist schon komisch. Ein Muffin. Ja, vielleicht mal upgraden. Ja, gut. So, gut, Essen ist fertig. Verdirbt das auch? Nö, gell? Hat kein Balken. Nö, hat's nicht. Okay. So, jetzt schmeiße ich alles, was ich habe, wieder da in die Kisten rein. Ich finde das so cool, dass es so abwechselnd mal FF ist. Also du gehst in F, reinschmeißen, F, was anderes. Ja, wieso habe ich eigentlich Ausrüstung mit? Ich habe genau die gleiche 412 Ausrüstung, was ich schon angelegt habe, noch einmal mit. Wo ist denn die her? Habe ich die irgendwo gestohlen? Vielleicht gelootet. Ja, ist möglich, ja. Kann man die. Normalerweise, der Wave, was wir hatten da, der hat ja ordentlich eigentlich Loot abgeworfen, aber irgendwie war der Loot auch komischerweise ganz schnell weg gewesen. Dass man gar nicht. Normalerweise kannst du total chillig nach dem Wave alles looten. Der, aber irgendwie. Die Säcke? Ja, genau. Die habe ich mitgenommen. Die sind nicht weg. Ich bin davor vorbeigegangen, wie der Raid, die Wave vorbei war, wie wir schon geredet haben, wo wir bauen, hab mir so, hey, viele Kisten, bevor es die spawnen, hab halt, während wir diskutiert haben, das einfach mal eingesammelt. Also, das liegt alles in die Kisten. Das habe ich hier eingesammelt. Das ist nicht verschwunden. Okay. Das war ich. Wollte ich nur sagen, ja. Also, das ist eh da. Das despawnt nicht so schnell. Also, da hast du nach dem Wave hast du echt Zeit, das alles wirklich einzusammeln. Ach, cool. Ei. Was fehlt da jetzt? Samen? Okay. Samen. Ich werde uns jetzt ein paar Tierfallen bauen gleich. Na, wir brauchen noch immer Äste. Das gibt's doch nicht. Du musst doch diese blöden Äste ein bisschen schneller. Auch so. Jetzt musst du diese Äste irgendwie herstellen können besser. Kann ich irgendwo Äste? Ja, das sind halt die Fallen, die wir bauen müssen für die kleinen. Die Ranke brauche ich dafür. Die aus der Ranke kann man auch Äste machen, aber. Ja. Dafür ist ja blöd. Ich meine, blöd im Sinne von. Es ist halt. Let's go! Ich meine, es macht gerade Spaß, das Spiel. Ich mag das ehrlich gesagt auch, wenn es nicht unmöglich ist. Aber wenn es gerade herausfordernd ist. Also wir wissen ja gerade nicht wirklich, wie wir machen mit dem dieses Rumprobieren. Wenn wir jetzt schon alles wüssten, wäre es erfahrt, ne? Ja, dieses das wäre ja langweilig. Genau, dann bräuchten wir es nicht spielen. Genau, dann dieses Testen jetzt gerade, ist alles für den Arsch, dass wir es machen oder nicht. Und genauso, wo wir dann wissen, ja, und irgendwann fangen wir einfach mal wieder von vorne an, wenn wir mal alles grundlegend, das mache ich oft bei so Spielen. Zuerst fail ich in der Gegend rum und dann habe ich irgendwann mal heraus, bis nicht am Anfang die ersten 2 Minuten, sondern dann habe ich mal heraus, okay, die ersten 50 Level ist zum Gescheitersten, du machst das. Das hast natürlich in dem Video und in die ganzen Dinge alles falsch gemacht, ne? Eh klar, beim Testen. Und wenn man dann weiß, so weiß ich, jetzt geht's, und du fangst dann nochmal an, da geht das ja 1000-mal gescheiter, weil man gleich. Jetzt haben wir zum Beispiel die Base schon mal falsch gebaut. Beim nächsten Mal, wenn wir anfangen, entweder bauen wir es dann so, wie wir es jetzt vorhaben, oder das schlägt auch fail und wir bauen es dann urweit weg, die andere zum Beispiel einfach. Oder im gleichen Stock. Das finden wir jetzt raus und irgendwann fangen wir mal neu an und dann machen wir es gleich urlaubend und geil. Es kann auch gut sein, dass wir total falsch liegen und wir immer noch überrannt werden. Ne? Auch genau. Wenn wir's gut gemeint haben, aber. Kann richtig. Auch genau in die andere Richtung reingehen. Genau das habe ich gerade gemeint. Wenn man mal weiß, okay, so ist das
die Mechanik vom Spiel. So muss ich die Base bauen. Dann kann ich ja noch immer... Dann weiß ich, dann kann ich beim nächsten Mal, wenn ich anfange, das Spiel, das gleiche, ja wenigstens die Base richtig bauen. Das frisst so viel weniger. Wir haben jetzt ja auch viele Ressourcen und Zeit investiert. Und es hat halt nicht so funktioniert, wie wir wollten, ne? Das meine ich. Also wir können da sicher einiges Zeit sparen, wenn man beim nächsten Mal neu startet, zum Beispiel gleich weiß, wie es geht. Glaube ich schon, dass wir da recht gut gleich daherkommen. Wie das immer so. Mal. Learning by doing halt. Richtig. Ne? Learning by googeln oder Internet fragen oder allgemein Leute fragen? Langweilig. Learning by doing. Wir machen einfach und sehen, ob wir sterben. Lesen ist nicht so spannend wie spielen. Oder YouTube-Videos gucken. Das empfehle ich allen Leuten. Allen Leuten empfehle ich, ihr könnt gerne YouTube-Videos gucken. Das finde ich super. Also ich finde das auch, würde ich auch machen. Da gibt es so Leute, die machen da manchmal Videos drüber. Finde ja, ich super. Wicked Corn, ne? Habe ich schon mal gehört von dem. Soll ein Vollpfosten sein, habe ich gehört. Ja, aber total, ne? Also den kannst du überhaupt nicht hier brauchen, den Kerl. Der fehlt ständig. Der macht doch alles falsch. Da kann man nicht zuschauen. Ja. Ja, im 10. Part weiß er dann, was er tut. Dann passt. Die ersten 9 kannst du schmeißen. Ja, absolut. Aber eine schöne Beschäftigung. Zeitvertreib. Comedy nennt sich das. Tut. Also ich habe jetzt ein bisschen Ranken gefarmt, ja. Habe jetzt diese roten Steine auch abgebaut, also ich kriege dann kein Kupfer raus. Ich glaube, Kupfer ist wirklich nur bei den dunklen Mineisen drin, oder? Ja, das habe ich auch schon gemerkt, dass das geändert worden ist. So, beides nur in dem einen, ne? Ja. Also ich bin der Meinung, du konntest das vorher sehen, ob das Stein einfach nur Stein ist oder Kupfer oder Eisen. Stein siehst du. Das sind die roten und weißen, aber das dunkle war bis jetzt immer Eisen und Kupfer in einem. Ja. Die Sonne geht auf. Es war auch früher. Früher haben sie doch... Fallen, wo ich die Fallen hingestellt habe, auch markiert, damit ich die wiederfinde. Ich weiß nicht, ob das irgendwie notwendig ist, weil das siehst du ja auf der Map. Achso, nee, ich sehe auf der Map ja nicht mal meine Strukturen, gell? Gar nichts. Ja, eben, genau. Jetzt weiß ich, ich weiß jetzt schon nicht mal, wo ich die Fallen hingesetzt habe. Ich suche gerade die Basis, warte mal. Du kennst mich doch, mit Orientierung habe ich es nicht so. Ich habe auch gerade nicht einen Kreis dreht, denk mal, das ist die Base, denk mal, nee, das sind Mauern mit Stacheldraht, das ist nicht unsere Base. Ja, geil. Das wurde doch vorher in der Map immer angezeigt. Gestern habe ich mich gebildet, wie ich schlafen gegangen bin. Ich wollte mir eigentlich die Expanse anschauen, als neue Serie mal durchschauen, ja. Habe ich im Fernsehen aufgedreht, weißt du, was gespielt hat? American Dad, ja. Also ich weiß nicht, ob du American Dad kennst oder ob du es anschaust, keine Ahnung. Aber ich habe mir das gestern angeschaut wieder und habe mir gedacht, nee, ich kann es nicht umschalten, das ist Bildungsfernsehen, ich muss mir das fertig anschauen. aber es ist sowas von scheiß behindert manchmal, aber es ist... Es ist so richtig schön deppert, wo du einfach da denkst, ja, passt, Hirn aus, anschauen, das ist absolut lustig, ja. Es ist immer so witzig. Ich habe mir gestern den American Dad angeschaut, die eine Folge, was der Haley die Haare abgeschnitten hat, der Tochter. Damit halt, okay. Ich weiß nicht, warum, ich glaube, da ist schon grennt die Folge. Ich glaube, er hat ihr die Haare abgeschnitten, dass es nicht irgendwie zu anziehend auf Männer wirkt. Und die Mutter hat zur Tochter gesagt, sie schaut auch nicht aus wie ein großer Penis. Nein, gar nicht. Und das ist im Bild so komplett glatt und wie so ein riesen Schwanz mit Augen irgendwie so ausschaut. Nur halt mit Gewand, das ist komplett deppert gewesen. Aber urlustig, total witzig. Also wenn ich mir das anschaue, da kann ich nicht umschalten. Das muss ich mal fertig anschauen. Es ist zwar absolut dämlich, deswegen nenne ich es auch immer Bildungsfernsehen, aber ich find das total. Am Schluss ist sie immer wieder cool. Ja, der American Dad hat ja probiert,
sie zu Hause zu halten, sie darf nicht weggehen und da kann ja das und das und das passieren. Und im Endeffekt ist das völlig überspitzt dargestellt, wie in South Park. Und die Quintessenz am Schluss, was rauskommt, ist im Endeffekt, damit er zu viel Kontrolle ausgeübt hat. Er muss sie auch mal, sie ist erwachsen, sie ist 18, er muss sie ihren Weg gehen lassen und darf sie als Eltern dann auch nicht ständig einmischen, wenn die mal volljährig sind. Ja? Also es kommen ja immer wieder intelligente Sachen dann am Schluss raus, nur der Weg dahin ist halt ziemlich dämlich gemacht immer. Ne? Aber das ist immer halt recht, recht lustig. Also ich schaue es mal gerne. Ah, ja. Okay. Mauer, also Mauer jetzt bauen ist eigentlich blöd, oder? Warum? Naja, wenn man da von alle Seiten beim Farmen noch reinhüpfen. Jetzt mal was anderes. Ja. Wo ist denn überhaupt ein Dach? Kann man überhaupt mehrstöckig bauen? Ja. Ich habe nur Fundament offen, Boden. Oder ist der Boden das Dachding? Ah ja, der Boden ist das nächste Dach. Da warte, über der Tür hier. Gibt es eigentlich so ein Physik? Kann ich das unendlich sagen, spawnen oder bricht das jetzt zusammen? Wenn... Fein, nicht. Materialmangel, Alter. Ich war gerade ewig farmen, hab schon wieder Materialmangel. Das ja, nicht. Ich auch. Das ist ja Wahnsinn. Ich lege jetzt mal. Ich lege jetzt mal alles ab, ja. Ja, warte, ich habe ein paar. Ich habe eins. Vergiss das mit dem Paar. Es war nur eins. Aber die Kisten werden voll. Ich habe jetzt eh schon was gesucht zum Kisten upgraden. Lol. Ressourcenteilung. Was ist Ressourcenteilung? Falls irgendwas nicht geht, ich habe da was verstellt. Ah, okay. Ich wollte. Wahrscheinlich Ressourcenteilung wird wahrscheinlich sein, die Menge, die du teilst, oder? Ja, ich hoffe, damit das nicht gemeint ist mit Crafting aus Kisten oder so zum Teilen, weil ich habe jetzt ja nur auf T drückt für Upgraden, habe aber den Hammer nicht in der Hand gehabt und habe das umgeschalten. Jetzt weiß ich nicht genau, was ich da umgeschalten habe. Das kann doch nicht sein, dass ich zwei Wände baue und ich habe... Was fehlt denn da? Ja, kennt das Problem. Seile fehlen. Erste Kiste abgegradet, gell? Ja. Habe ich gemacht. Okay. Aber? Nix. Erste Kiste hat mehr Plätze, weil wir waren schon voll. Hat zwei Reihen mehr, fünf statt Ding. Ich habe gerade jetzt nämlich gedacht, ich tue mal Kisten upgraden. Weil jetzt brauchen wir noch zweimal Gummi und vier Wände und wir könnten die nächste auch upgraden. Aber das geht sich mit dem Eisen, glaube ich, nicht aus. Gummi habe ich noch keins. Ich war noch nicht so in der Stadt. Den kann man aber herstellen. Da gibt es irgendwo. Warte mal. So. Jetzt habe ich mal die Eisenbahn. Wie viele Wände habe ich gesagt, brauchen wir noch? Habe ich vergessen. Mach vier. Ja, ich habe einfach vier gemacht. Zwei Gummi fehlen noch. So, wo man die herstellen kann. Hier, Gummi. Gummi haben wir genug zum Herstellen, passt. So, mittlere Kiste auch, Upgrade. Ah, okay, sauber. Seile, das musste ich doch auch hier auswo herstellen. Wir müssen da echt Gas geben. Wir haben noch nicht mal ansatzweise unsere Base fertig, nicht eine einzige Falle. Man, die Zeit vergeht langsam. Es ist Stunde 5 von 24, aber es fehlt ja auch noch einiges, ne? So oft wie wir farmen müssen. Ja, definitiv. Also. Die Frage ist nur, wann wir weitermachen. Heute, morgen machen wir jetzt noch weiter dann. Der YouTube-Part hier endet jetzt mal. Wir haben mal jetzt die erste Welle überstanden und bauen gerade an der Base. Das ist nur die Frage, bauen wir weiter? Weil ich meine, Lust hätte ich schon noch, aber es wird halt schon spät dann irgendwann. Ich weiß nicht, machen wir weiter oder? Ja, wie du möchtest. Na, wie schaut es mit dir aus? Manchmal gehst du ja weg und sagst, hey, heute ist Schluss oder so. Kannst du noch ein bisschen oder willst du dann? Ja, also ich kann noch ein bisschen. Na, dann das machen wir weiter. Das ist okay. Würde ich auch sagen. Machen wir weiter. Heißt so viel wie. YouTube, der Part endet. Für YouTube endet der Part jetzt bald. Wir bauen die Base ein bisschen weiter und nur mal grundlegend zu, bevor wir mit den Fallen beginnen. Aber hole ich euch wieder dazu. Wir gehen jetzt mal farmen.
Ich würde mal sagen, wir farmen jetzt wirklich einfach mal blöd vor uns hin. Ein paar Bäume hauen alles in die Kisten, weil keiner von uns kann mehr als zwei Sachen wohin bauen, ohne dass er wieder ansteht, weil irgendwas fehlt, ja. Also ich gehe jetzt mal farmen. Vielleicht kriegen wir das dann ein bisschen auf die ein bisschen konstanter hin. Oder? Verstehe das nicht. Ja, es fehlt immer an allen möglichen. Ich weiß auch nicht. Ja, ich kann Seile herstellen. Die Materialien sind da. Wenn ich die Materialien herstellen möchte, sagt er mir, Herstellung fehlgeschlagen. Was willst du denn herstellen? Ja, Seile. Ja, und was fehlt dann? Ja, nix. Ist ja alles da. Das geht Stoff nur nicht, ist oder? Da. Die Ranke ist da. Sobald ich auf Herstellen mache, Herstellung fehlgeschlagen. Probier du mal. Wo bist denn du? Da oben. Hier vorne. Dein Scheinwerfer. Genau, achso, ja, könnte ich ja mal ausmachen. Ne? Nee, lass, da finde ich dich. So, was willst du da herstellen? Seile. Ich brauche Seile für Wände. Das geht nicht, da fehlt Mats. Da fehlt ein Stoff. Den hast du vielleicht im Inventar, wenn es bei dir geht, aber ich habe ihn nicht. Warte, ich stell mal her. Ja, jetzt habe ich einen Stoff hergestellt. Okay. Und jetzt ein Seil. So, probier jetzt mal, ich hab mal eingelagert. Ich hab gerade hergestellt. Seile. Ja, geht auch, ja. Ja, jetzt geht's, okay. Bei dir auch? Ja. Ja, passt, ich lagerte das alles in die Kisten da rein. Ja, weil ich hab nämlich auch jetzt alles reingeballert mal. Wahrscheinlich überlappt sich das von der Kiste und was du im Inventar hast und dann willst du das herstellen, obwohl alles da ist. Dann kann das aber nicht herstellen, weil doch ein Teil fehlt. Na? Keine Ahnung. Also wenn ich gerade in der Base baut hätte, hätte ich gesagt, ich habe es einfach gerade weggebaut, bevor es das du genommen hast, weil es halt ich voll schneller war, ein Klick oder so. Aber ich war gerade beim Baum, da den Baum fällen. Also ich habe nichts gemacht. So. Ja, es war halt komisch gerade. Ich meine, das kann jetzt auch nicht der Sinn sein, wie man Ranken farmt, dass ich so einen riesen Baum mit 200 Schlägen um, wenn das dauert, der wirklich lang umhaut, dafür, dass ich eine Ranke rauskriege. Ich glaube, ich gehe wieder die kleinen Bäume farmen. Da waren die Ranken schneller. Ja. Vor allem kriegst du mit die. Aren't you swinging that weapon a bit too hard? Das ist super. Wenn, da haben wir schon mal. Ich wollte gerade sagen, ich kann in die Base nicht rein, ich muss rundum rennen. Ja. Ja gut, ich könnte hier auch auf andere Fenster. Ich habe mal überlegt, ob wir auf die Rückseite eine zweite Tür machen, aber das ist dann wieder eine Stelle mehr, wo man eben keine Workstation hinstellen kann. Aber andererseits, wenn wir hier eine Tür hermachen. Ja. Du hast ein Fenster gemacht, ne? Ich denn her? Ja. Warum legt er sich denn? Hallo, aufwachen. Weil das Fenster ist auch versetzt, das könnten mal ja, ich Türbreite muss das raus. Abreißen. Ja, und dann mal weg. Wo ist denn mein Hammer? Ich habe keinen Hammer mehr. In der Hose. Ja, der Hammer funktioniert ja immer. Der ist noch immer mit, gell? Hammer, der ist angewachsen. Der passt, soll man das irgendwann mal auf Proleten-Macho-Stream umtauchen oder so? Ist ja nicht so, ist ja nicht so, dass man die Charaktere immer nur irgendwie Brüste groß machen oder so. Die Zuschauer erkennen langsam sicher ein Muster. Mit Sicherheit. Aber das macht ja gar nichts, das ist ja unser Muster. Da sind sie wieder unterwegs, die zwei. Der eine ein Regenwurm, der andere eine Blindschleiche. Hey. Die Blindschleiche, ja. Nee, meine Blindschleiche. Wow. Scheiße, im Chaos da. Okay, Leute. Wow. Nach kurzem Gequake jetzt hier, wie gesagt, wir bauen jetzt mal nur das Dach ran und alles, das dürfte jetzt, geht jetzt hier recht zügig sogar eigentlich. Ich fahre jetzt mal schön, schmeiße in Kiste, da gebaut, die Wände sind gestanden. Daki, du doch, ich schätze mal, der geht auch farmen, wenn er nichts mehr hat. Aber ich gehe jetzt einfach nur hin immer, Daki, ich hole alles, Äste etc., schmeiße in die Kiste
Und du baust eh weiter dann mal. Wenn unser Bunker mal zu ist, überlegen wir sich, wo wir anfangen mit der Schnecke. Da seid ihr dann auch wieder hier. Und vielleicht kriegen wir dann noch eine Welle rein, aber ich glaube fast nicht, weil die Wellen, das dauert so lange, bis die Zeit da vergeht. Ich glaube, das kriegen wir nicht mal in den nächsten Part rein. Außer ich lasse lang auf Pause. Aber schauen wir mal. Also, vergesst nicht, Abo, Like, tut nicht weh. Würde mich freuen, mir hilft's viel. Das wäre natürlich super geil. Bis zum nächsten Mal und ciao. Und Twitch, hier bleiben. YouTube, bis dann.